And that's another little walk later, 24th of January 2016, 1517, with even fewer cigarettes found. A video in German, also wechsle ich jetzt wieder mal auf Deutsch zur Abwechslung. Dieses Video richtet sich an niemand anderen als das Abwehramt und Dunstkreis, um genau zu sein, sprich Telekominger und solche Viecher. Das Witzige, an der ganzen Geschichte ist, dass mein Sterben genau nichts an eurem Sterben ändern wird. Und damit meine ich nicht, dass ihr halt irgendwann zusammen mit dem Rest der Menschheit dahin scheiden werdet. Nein, sondern was ich meine ist, damit ihr das überhaupt geschafft habt, sind zahlreiche Umstände zusammengekommen, für welche ihr genau nichts könnt. Genau nichts. Und die Zahl der IGs wird sich sukzessive verringern. Und ich garantiere euch, ihr mit eurer RKK-Kampfkellerkinder und mit eurer Adelsdelusionisten und eure drei oder wie viele immer schädlichen Adler oder was nicht, ihr werdet nicht zu den IGs gehören, eure Gruppe an IGs wird nicht zu den IGs gehören, die bis zum Schluss dabei sein werden. Oh nein. Aber ich sage euch, was passieren wird. Die, die bis zum Schluss dabei sind, werden irgendwann einmal feststellen, dass es nichts zu gewinnen gibt. Weil ich nämlich schon lange tot sein werde, ein paar Jahre halt. Es wird schon ein paar Jahre dauern, aber nicht so viele Jahre. Also ihr werdet es alle noch nicht, solange es nicht ganz eh schon aus der Rente vielleicht aktiv seid oder irgendwie Krebs habt und demnächst dahin siehst oder sonst irgendwas, werdet ihr allesamt es noch erleben. Einstellige Jahresanzahl, hohe einstellige Jahresanzahl, Maximum. Nach meinem Tod. Wahrscheinlich sogar eher mittlere einstellige Jahresanzahl. Bis es so weit kommt, dass ihr der Brat werdet. Und das Witzige ist, eure RKK-Kontakte und eure Adelschäfizers werden jene anderen IGs, die euch da Brocken kommen werden, quintessentiell nicht sonderlich interessieren. Ja, die werden sie ziemlich anwidern und jene werden relativ schnell einfach getötet werden. Sogar vergleichsweise human, kann ich mir vorstellen, nicht mit der Absicht, sie human um die Ecke zu bringen, sondern nicht, weil sie nichts antun werden, wie man so schön sagt auf Wienerisch. Aber ihr Abwehramt und Dunstkreis. Ja, der Dunstkreis biegt am Abwehramt. Der kommt nicht davon, der Dunstkreis. Abwehramt und Dunstkreis. Euer Dahinscheiden wird ziemlich exakt so sein, wie ich es euch angedeihen lassen würde. Würde ihr nicht demnächst sterben, so wie es ausschaut. Der Unterschied ist nur, dass ich wahrscheinlich nicht der Pater stehen wird, was euch mit der Sätze, könnt ihr mir vorstellen, ziemlich wurscht sein wird. Aber rein die Methode, ich könnte mir vorstellen, das solltet ihr es der Mühe wert finden, mitzulesen, bis heute ihr wisst, die Methodiken, wie ihr genau und wie ihr gebracht werdet. Das wird ziemlich genau identisch sein. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass jene IGs, weil, warum? Die IGs, die dann gewinnen werden über eure kleine IGs, werden nämlich, genauso wie die kleinen, die vorher schon verarscht werden werden, im vorigen Video erwähnt, werden nämlich begreifen, dass ich sozusagen existiert habe und dass ich da gewesen wäre und das aufgrund von eurer Schuld. Und sie werden es quintessentiell an euch festmachen, nicht am Adelspark und nicht an den RKK-Kellerkindern. An euch werden sie es festmachen. Dass aufgrund von eurer Schuld die Menschheit in den Arsch geht und quintessentiell sie, obwohl sie vielleicht gegen alle anderen IGs gewinnen, quintessentiell nichts zu gewinnen haben. Und das wird ihnen ins Hirn sickern und sie werden es checken. Und in dem Moment, wo sie das checken werden, wird deren euch der Bracken sich nicht zum Beispiel, wie ich das getan hätte, auf wirklich engsten Verwandtschaftskreis beschränken, von wegen sippenhaft, sondern die werden es sehr weit fassen. Und ich garantiere euch, ihr werdet zumindest so elaborat und mit Hingabe zu Tode gebracht werden von denen, die über euch gewinnen werden, wie ihr von mir zu Tode gebracht werdet. Der Unterschied ist, das solltet ihr verstehen, ich bin der Erstbeschützer der Menschheit, ich bin personifizierte Gerechtigkeit. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel der weitere Sippenkreis von euch unter Umständen ein bisschen davon kommen wird. Und ich meine, nicht für jeden einzelnen von euch Koffern. Wirklich horrende Folter angetan hätte.
Die Leute, die euch zu Tode bringen werden, die werden sich das antun. Warum? Weil die nicht erstbeschützter Menschheit sind und die nicht personifizierte Gerechtigkeit sind, sondern das sind die, die am Schluss gewinnen, wenn es darum geht, wer im Abschaum der Welt ist der größte Abschaum der Welt. Und das jetzt nicht ihr abwehrend. Ihr seid Elendskreaturen, ihr seid Viecher. Und ich weiß schon, ihr werdet euch winken und sagen, wir kennen ja nicht so viele mit kleinen Gehirngefiegtungen. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid selektiert worden. Ja? Von Kindheit an seid ihr gefoltert worden, so wie jedes andere Scheißkind da draußen. Der Unterschied ist, manche Kinder überleben das. Im Sinne von, manche Kinder verkraften es und können damit leben. Und andere, so wie ihr, nein. Manche verstehen, wo politisch zum Beispiel gewisse Grenzen sind. Und andere, so wie ihr, nicht. Und so weiter und so fort. Manche Leute können Anstand und Rückgrat buchstabieren, andere, so wie ihr, nicht. Ihr seid der Bodensatz, das stimmt dann immer, Bodensatz, ihr seid der Auswurf, die Scheiße, die ihr hier Kampf produziert in meinen Schleimhäuten, wenn man das 3 Jahre vor sich hin irgendwo sitzen lässt, das seid ihr. Ihr seid Elendskreaturen, wie es Ärger nicht geht. Ihr seid, ich weiß nicht mehr, wie ich das sonst formulieren soll. Ihr werdet wissen, was ihr seid. Ich möchte dieses Video nur aufnehmen, um euch die Gewissheit zu geben, dass jeder Einzelne von euch, sofern ihr nicht aus natürlichen Gründen in den nächsten 5 oder so Jahren von selber aus dem Leben scheidet, jeder von euch wird erbracht werden. Und mit sehr viel Folter. Im Gegensatz zu eurer Chefizis. Weil das sind nur Koffer. Und die gehen jetzt schon mit Eagle Thoughts und so Scheiße. Checkt ihr eigentlich, dass da draußen IG sind, die verstehen, um was es hier geht. Und dass eure scheiß Eagle Thoughts Scheiße denen die Haare sträuben lässt. Offensichtlich leider nicht zu dem Punkt, dass sie irgendetwas tun, um mir zu helfen. Okay, aber wenn ihr glaubt, ihr könnt euch irgendwie um eure glorreiche Zu-Todesbringung als Elendsviecher Fex Mundis, die ihr seid, bringen, dann liegt ihr 100% vollkommen falsch. Punkt. Und kein einziger von euch wird irgendwann einmal dann überlaufen können oder sonst irgendwas. Nicht einer. Und wenn ihr euch auf eure depperte Allianz irgendwas einbildet, das sage ich jetzt als der Copyright-Halter am Trinitätsaufsplittern, wink, wink, nudge, nudge, eure Allianz ist ein Scherz. Was allein schon das nicht zustande kommen ist dann verdeutlicht. Wenn ihr meint, es wird die IGs, die gewinnen werden, und das werden nicht ihr sein, wird es nicht ihr sein, nicht interessieren. Ich will nur, dass ihr wisst, dass mein Todgehen an eurem Todgehen nichts ändert.